Moment. Ja, mach mal den Schrotter weg, du bitte. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Nö. Also, ich mach das gerne. Eieiei. Oh Gott, my lady, was hast denn du hier schon wieder gemacht? Okay, erstmal wieder nachdenken. So, da kommt ein Portal hin. Dann kommt dort eins hin. Jetzt habe ich da die Plattform, die kann sich jetzt dort bewegen. Aber wir setzen dort ein Portal hin. Nimm dort ein Portal, genau. Jetzt warten wir, bis die Plattform kommt. Oh Gott, oh Gott. Jetzt müssen wir rüberspringen. Jetzt! Oh, eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Doch, muss ja alles erklären. Aber mir fehlt noch ein Würfel. Stimmt, ja, hier. Ey, Plattform. Jetzt muss ich erstmal warten, bis die Plattform kommt. 5 Jahre später. Ich dachte, ich schaff das. Okay, mein erster Tod. Lächerlich, aber okay. So, dann nochmal. Zack. Und dann holen wir schnell einen Würfel. Ja, und jetzt hier rüber, genau. Na, schnell. Ach, scheiße, warte mal. So. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Ja, jetzt haben wir es. Damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Aber klar doch, ich muss alles schön haargenau zeigen, wie man das macht. So ist gut, immer den Schritt. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Oh, ja, wow, danke. Okay, also hier können wir, also das sind so Sprungplattformen. Und wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden in die Mitte. Ah, warte. Schnell. Ah, fuck. Nochmal. Warte. 3, 2, 1 und los. Ja. So nämlich. War ja einfach. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ja, wow. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Ja, hast du auch verdient. Nachdem du hier alles zerstört hast. Uff, okay, wir haben hier Plattformen, da können wir erstmal uns katapultieren. Oh, warte. Ah, okay, ich sehe den Sinn darin. Warte, erstmal wieder dort rüber. Kann ich das? Nee, aber wir haben ja schon mal das orange Portal, jetzt fehlt dann nur noch das blaue. Da, genau. Und bam. Hui. Boah, das macht schon Spaß. Und zack. Okay, jetzt sind wir hier. Was? Wo kommt denn der Würfel raus? Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Ich glaube, die... Sind das überhaupt die Items, die ich... Ach nee, das sind irgendwelche Müll... Okay, aber die zeigen mir schon, wo ich lang muss. Okay. Ja, gib mir bitte nochmal. Ja, da kommt jetzt der Würfel. Okay. Würfel fliegt. Oh, fuck.
Jetzt bin ich sogar geflogen. Oh mein Gott. Gut, dann nochmal bis dorthin. Würde ich, dummer Typ, nicht einfach nicht runterfallen, dann wäre das schön. So, jetzt. Er kommt da nochmal hin, dann schießt er da hoch. Zack, jetzt muss ich. Ach nee, der bleibt da ja stehen. Achso. Ja, und jetzt gehen wir da runter. Ja. Nun, wie bekomme ich den da jetzt nach hinten? Den kann ich ja dann nicht einfach rüberschießen. Ah, okay. Nee, ist einfach simpel. Ja, easy. Und jetzt komme ich zurück, indem ich hier springe. Ja, war wirklich einfach. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Danke für diese schöne Beleidigung, GLaDOS. Du machst echt Spaß. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war, aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Ja, sehr interessant. Wie Nebelhorn auf einmal kommt. Oh, ist das nicht dieser... Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Halt die Klappe. Nimm dir noch einen anderen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber der... Der war immer so der... Oh nein, schon wieder vermasselt. Hey. Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Auf jeden Fall sind das die besonderen Würfel. Weil die halt so ein Herzchen drauf haben. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen. So. Ja, ist recht simpel. Aber es geht anscheinend noch weiter. Da können wir im Portal jetzt sitzen. Da können wir im Portal. Achso, die wollen wahrscheinlich, dass ich erstmal Schwung aufnehme. Oder? Ja, sieht so aus. Ah, ich brauche den Würfel auch noch. Warte. Ja, so geht's auch. Jetzt muss ich den Würfel mitnehmen, okay. Komm mit. Juhu. Jawohl. Jetzt von dieser Plattform hier runterspringen oder was? Nee, das geht doch gar nicht. Oh doch, geht. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß das nichts mit. Ah doch. Ja, komm schon. Komm schon. Ja. Jetzt von hier aus. Ach nee, das geht ja gar nicht, oder? Warte, ich probiere es trotzdem auf. Komm schon. Ah, fuck, das Spiel will, dass ich das so mache. Ach, Manu. Ja, okay. GLaDOS, wie du willst. Da machen wir das halt nicht so. Aber es gibt bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, den mitzunehmen. Bestimmt eine. Weil ich hier so hochklettern und dann... Ach, keine Ahnung. Probieren wir es mal nicht aus. Spielen wir mal die Regeln, die sie haben will. Ich könnte aber auch hier im Portal. Also, das will ich jetzt mal testen. Könnte ich den einfach hier runter? Ich bin den auch einfach. Warte, ich habe da jetzt ein Portal. Was, wenn ich da jetzt runterspringe? Es geht tatsächlich. Ich habe sogar ein Achievement bekommen. Ja, nice. Lol. Haha. GLaDOS, du kannst mich. Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam und wir haben so viele davon.
Ich hasse dich so sehr. Was habe ich dir nur angetan? Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Haha, witzig. Okay, aber dafür gibt's hier ein... Was? Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Ja, der bitte gern. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Wenn du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Wenn du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Ich glaube, man kann diesen Text wirklich herausfinden, was sie gesagt hat, indem man wahrscheinlich in den Schnittprogramm einfach das auf 25% setzt. Also ich glaube das wirklich. Das werde ich mal testen, wenn ich dann im Schnitt bin. Dann werden wir mal gucken, wie das so ist. Ja, easy. Das war ja einfach. Gut, GLaDOS ist weg. Das heißt, wir können entspannt weitergehen und werden nicht genervt. Kapitel 3, die Rückkehr. Okay, der spielt, glaube ich, ein bisschen verrückt. Lass mir ihn einfach in Ruhe. Da können wir hoch. Ich bin's, mir geht's gut. Wheatley, hi. Warte. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Nein, komm schon. Du warst das, oder? Nein, gut, kann ja gar nicht sein. Jetzt. Ja. Glaubst es nicht? Ich lag einfach so rum, dachte schon, dass wir... Hey, warte, Wheatley. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus. So gesund. Na, endlich mal ein Versuch's Kompliment. Welcher Vogel ist das hey, zu hi. Fassen? Und dann hat er... Alter. Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Willst du mich verarschen? Nein! Wheatley! Auf mein Ohr. Hätte der mich mal nicht vollgelabert. Gut, da müssen wir halt einen anderen Weg finden. Oh Gott, oh Gott. So, da ist ein Laser. Wir brauchen wahrscheinlich wieder einen Würfel. Umlenkungswürfel. Wo bekomme ich denn überhaupt einen? Muss mich erstmal umgucken. Oder brauche ich überhaupt einen? Doch, ich brauche doch einen. Weil ich kann hier auf dieser Mauer nicht schießen. Ich muss da hoch. Warte, mit Anlauf. Ja, stimmt. So, und jetzt hier mit Anlauf. Abpacken. Die Decke. Ja, jetzt hat's geklappt. Ah, ich muss auf die andere Seite. Scheiße. Also nochmal und dann gehen wir jetzt hoch. So, jetzt. Hoppala. Kurz gegen die Wand gestoßen. Aber alles tippitoppi. Und jetzt schießen wir uns wieder hoch und haben dann den Würfel. Ja, gut. So, jetzt müssen wir den... Au. Nicht sterben. So müssen wir den umlenken und dann da ein Portal hinsetzen. Und dann hier eins. Ja, jetzt. Gut, dann ist die Tür offen. Aber wir müssen das anders erstmal machen. Wir müssen erstmal darüber, okay. Verstehe schon. Also, hoppala, und dann bin ich Sieh drüben. Nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Ich wollte dich gerade loben, aber dann musst du natürlich mich als fetter Adler bezeichnen. Die tisst mich ja mehr als in der Schule. Das ist ja schlimm.
Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Ich bezweifle, dass du ein Reh gesehen hast. Denn du bist immer noch ganz, ganz unten. Oh. Okay, ist eine Wand. Ne, sozusagen Paywall. Da haben wir auch Plattform. Ey, hör auf, mich die ganze Zeit hochzuschießen. Ist ja nervig. Ich muss nachdenken. Okay. So. Aha. Ah, guck mal. Hier haben wir eine hohe Plattform. Ah, können wir von hier aus uns rüberschießen und haben den Würfel. Gut. Hoffentlich fällt er jetzt nicht runter. Nee. Alles gut. Wo muss ich den denn platzieren? Muss ich den da oben irgendwo platzieren? Oh, sieht schlecht aus. Kann ich da unten da? Okay. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Würfel machen soll. Ach so. Ja, ja. Muss nämlich den Laser blockieren. Ja, den stellen wir jetzt hier vorne hin. Ja, jetzt haben wir auch freie Bahn und können jetzt da weiter springen. Also, hoppala! Und bam! Ah, fuck, hier ist noch eine Wand. Okay, brauchen wir jetzt noch einen Würfel. Kann ich mir ja einen holen hier. Ah, diesmal nehmen wir einen Umleiter. Gut. Das heißt, den Würfel kann ich eigentlich wegstellen, oder? Nee, kann ich nicht. Ach, warte. Doch, den kann ich ja eigentlich hier umleiten. Ach, Quatsch. Muss es anders machen. Ich brauche den Umleiter oben. Unten. Quatsch. Unten brauche ich den. Naja. Also, nehmen wir den hier. Stehen wir erstmal hier hin. Ja, warte doch mal. Genau, und dann dahin. So, nehmen wir da ein Portal. Jetzt muss ich erstmal wieder nach oben. So. Und dann brauche ich das. Welches Portal brauche ich denn? Ah, das Orange. Au! Das hat weh getan. Ah, ich brauche den Würfel gar nicht. Ach, den brauche ich bis dahin. Okay. Ja, ja, verstehe. Ja, jetzt sehe ich, was die wollen. Also, bam, bam und bis dahin. Und dann, bam. Oh, schade, ich war in der Luft. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche.